Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo es lang geht. Ich habe aber einmal meine Gedanken schwingen lassen. War ich nicht woanders? Weiß ich gar nicht. Und mir ist eingefallen, dass wir noch zwei verschlossene Türen hatten. Da sollten wir auf jeden Fall noch vorbeischauen. Ich will aber zuerst mal noch hier zu Ende durchlaufen, weil die Gegner sind ja jetzt nicht so schwer. Also es kann schon sein, dass das hier doch die richtige Richtung ist. Es fühlt sich halt einfach nur nicht richtig an. Kaum fange ich an zu reden, kommt die Katze. Yeah! Yeah! Komm ich darüber? Easy. Sehr schön. Oh, die ganzen Typen leben. Ach. Das war nicht geplant mit dir, das war nicht geplant. Shit. Na gut. Oh, nein, ich wollte mich heilen. Nein, bitte nicht schlagen. Oh. Du kleiner Kacklappen, ey. Oh, fast hätte er mich geschlagen. Ich hätte mich umsonst geheilt. Hui, na gut. So, wir wollen. So viele verschlossene Türen hier, ey. Ich könnte noch mal kommen. Soll ich rasten? Ach Quatsch, brauche ich nicht. Ich kann ein Level machen. Ich muss es tun, Leute. Ich muss es einfach tun. So, aufsteigen. Wir haben jetzt nämlich die 32 Stärke erreicht. Jetzt brauchen wir nur noch knapp 9 Geschicklichkeit. Das heißt 9 Level und dann können wir unser Schwert tragen. Haha. Ja, das geht recht fix. Man braucht ja nur die richtigen Seelen dafür. Rein theoretisch könnte ich mir doch ein paar Level herzaubern, ne? So, uno momento, das machen wir jetzt mal. Und zwar werde ich mir jetzt einfach alle Seelen einverleiben, die wir gefunden haben. Und dann gucken wir mal, wie viel Level ich daraus kriege. Naja, jetzt habe ich alles eingesetzt und viele Level kriege ich da jetzt nicht raus. Zwei. Naja, gut. Hätte ich sie später eingesetzt, wären sie noch nutzloser geworden. Das heißt, mit jedem Level, das ich mache, werden die Seelen, die ich finde, nutzloser. Das heißt, der Wert sinkt. Ach, da sind wir durchgegangen, ne? Oh nein, ich sehe schon Ritter. Na gut, steh auf, Kleiner. Tu mir den Gefallen. Mach keinen Scheiß. In den Rücken. Keine Ahnung, was du da gemacht hast, aber ich habe dich schnell getötet, bevor du es getan hast. So macht man das, Freunde. So macht man das. Deswegen gehe ich auf Stärke, damit ich sie töten kann, bevor sie überhaupt irgendwas machen können. Oh nein, die sind zu zweit. Und da ist noch so ein Kacklappen dabei. Kann ich hier einfach durch die. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Oh, da ist ja noch einer. Take these. Au, 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 au. Das tat weh. Naja, zumindest habe ich beide getroffen. Oh, ich dachte, ich stehe jetzt nochmal auf. Da verarscht nämlich der Bengel. Oh, waren wir hier schon? Nee, hoch sind wir noch gar nicht gegangen, glaube ich, oder? Uiuiuiui. Nicht nett. Nicht, no, nicht, nein, nicht töten, bitte. The fuck? Ich bin so blöd, ne? Ich bin zurückgelaufen. Das sind die aus der Falle. Ah, naja, wenigstens kriege ich ein paar Moosklumpen. Wofür auch immer. Waren wir da schon? Ja, das war der Anfang, du Depp. Jetzt kann ich dich noch mal besiegen. Komm, steh auf, Junge. Tja, damit hast du nicht gerechnet, war Kleiner. Ich weiß, dass ihr hier seid. Oh Gott, ich habe verfehlt. Hilfe! Hat er dem verloren? Ich habe ihn nicht getroffen. So, der Riese ist sowieso gerade zu blöd.
Nicht töten, nicht töten. Please not. Oh, du Dreckslappen, du. Oh, ich hasse dich. Oh, ich hasse dich. Noch ein Estus locker. Schön. Schön, schön, schön. Ich will doch einfach nur den scheiß Loot haben. Gib mir doch einfach nur diesen scheiß Loot. Na gut. Wenn der aufsteht, bringt das gar nichts. Okay. Bäumchen, Bäumchen, komm erstmal zu mir. Ernsthaft? Okay, er macht irgendwas, er macht irgendwas. Hat er mich verzaubert? Er hat mich verzaubert. Was für ein Lappen. Na gut, den Loot haben wir jetzt. Wir gucken uns einmal kurz die Rüstung an. Elite-Rüstung. Warte. Muss mir die Werte angucken. So, wir haben Gewicht von 4,5. Ja gut, der Gargoyle-Helm ist genauso gut. Es geht ja um die Resistenzen, ne? Ich denke da jedes Mal nicht dran. Kann ich das Ding jetzt mittlerweile tragen? Ach komm, ich habe doch genug Stärke. Naja, gut. Eines wunderschönen Tages. So. Alter, 11. Wie viel Gewicht habe ich denn? Wo sehe ich das? Kriege ich auf jeden Fall gute Chancen dazu. Also na gut, meine Rüstung ist jetzt noch nicht so kaputt. Aber 11, Leute, das ist zu viel. Wie viel wiege ich momentan? Belastung, da. 17 von 81. Ah, da geht noch was. Hier. Da. Da. Gucken wir mal. 32. Ja, ist noch in Ordnung. Mit einer besseren Rüstung umlaufen ist nicht schlecht. So, was haben wir denn noch hier? Oh, hi. Keine Chance, du. Du hast keine Chance. Okay. Hier geht's auf jeden Fall noch rein. Dieser Baum sieht ziemlich lebendig aus. Als sind das diese dämlichen Schlangen, von denen man mir erzählt hat? Nö. Also, warum sollte ich da näher kommen? Ich bin doch nicht doof. Oh. Kaputt gemacht. Den Bengel. Steingroßschild. Oh, nice. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht geht's ja hier einfach weiter. Ich gehe den Turm hoch und freue mich einen Keks. Und dann kommt hier ein Bossfight und ich bin sofort tot. Oh Gott, das ist wirklich ein Bossfight. Oh Gott, wie eng ist das denn hier? Wie soll ich den denn besiegen? Was zum Teufel? So, ich habe mich mal mit Bomben ausgestattet. Und dann versuchen wir es nochmal gegen das Viech.
Nimm das! Okay, treffen muss gelernt sein. Nimm das! Okay, es könnte funktionieren. Nimm die Bombe! Noch eine! Ach, nicht getroffen, verdammt. Nein, 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 nein. Oh, was machst du denn jetzt? Oh, oh! Draufkloppen! Oh, was machst du jetzt? Okay. Es ist möglich, Freunde, es ist möglich. Nimm Wurfmesser! Okay, die machen keinen Schaden. Ich hatte Hoffnung. Doch, sie wurde zerstört. Okay, nochmal getroffen. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Was soll das denn jetzt? Ich hab noch drei... Bomben. Du kleiner Dreckslappen, du. Komm, oh Gott, ich hab mein Schild... Das war dämlich. Leg dich da nochmal hin. Chill ein bisschen. Tu's für mich. Oh nein. Nimm die Bombe. Er chillt wieder. Komm schon, komm schon. Was für ein dreckiger Boss. Was für ein dreckiger Boss. Alter. Ich hasse ihn. Oh, ein Boss, den man nicht angreifen kann. Ich hatte Glück, dass ich noch so viele Bomben hatte. 10.000. Ich wollte schon Kronkorken sagen. Seelen. Heilige Scheiße. Und jetzt geht's ins nächste Gebiet. Das war aber ein kurzes Gebiet. Oh. Hallo? Bist du am Kacken? Wachturm Kellerschlüssel. Wachturm Kellerschlüssel? Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Achtung, Kellerschlüssel. Achtung, ich habe keine Ahnung, wo soll denn das, wo soll denn der Scheiß sein? Naja, Heimkehrknochen, der ist wahrscheinlich zum Heimkehren, ne? Kehrt zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Muss ich dafür was blechen? Zur weißen Asche gewordenes Knochenstück kehrt zum letzten, zur Rast genutzten Leuchtfeuer zurück. Die Knochen da unten nähern die Leuchtfeuer in seltenen Fällen verzaubert. Der starke Wille ihrer ehemaligen Besitzer Leuchtfeuer aufzusuchen. Okay, okay, ich muss nichts zahlen. Gut, dann nehme ich das. Finsterwurzgarten. Wir sind zurück. Für dich ist dieser Schlüssel nicht, oder? Na ja, gut. Ja, dann haben wir das Gebiet soweit erschlossen, bis auf das Tor. Dann müssen wir gucken. Aber wie gesagt, ich habe ja noch zwei Punkte, wo ich hin kann und hoffen kann, dass die Tür aufgeht. Hör auf zu schlagen, Mann. Ui. Jetzt stirb halt einfach. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr an diesen dreckigen Bäumen vorbei muss. Fürs Erste. Oh, um Gottes Willen! Ich hab grad noch rechtzeitig geblockt, ey. Puh. Ist das hier richtig? Ah, doch, doch, ist richtig, ist richtig. So kommen wir zurück. So, dann gucken wir gleich auch mal, ob wir unsere Keule verbessern können, beziehungsweise das Schwert. Ich glaube, wir haben ja jetzt Funkeltitanit gefunden.
Können wir das Schwert schon mal upgraden, für den Fall der Fälle, dass wir es irgendwann mal tragen können. Und wir können ja sowieso ein paar Level machen, ne? Ja. Gut. Dann muss ich überlegen, ob es sich lohnt, vorwärts oder rückwärts dadurch zu laufen. Ich glaube, rückwärts lohnt sich mehr. So, das machen wir gleich. Als allererstes mache ich die Level, weil die sind mir wichtiger. So, wir machen jetzt die Geschicklichkeit noch. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Auf 18. Ich meine, wir werden das noch nicht schaffen. 18 und dann gehen wir auf Vitalität, Kondition. Und vielleicht ein bisschen auf Resistenz, mal gucken. So. That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I could produce divine weapons with a flame such as that. Oh, cool, ja, okay, gerne, ja. Oh, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Was kann ich jetzt machen? Nichts. Okay. Funkeltitanit, ja. Zack. 2000 Seelen und ich kann den nochmal upgraden. Cool. Was hast du da eigentlich zu verkaufen? Kleine Scherben kann man bei dir kaufen, ja? Das ist cool. Kann man gebrauchen. Artorias Wappen öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. 20.000 Seelen. Ah, okay. Ja gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie man da reinkommt. Was soll's, was soll's, was soll's. Ja, kann man noch ein paar Sachen kaufen. Wenn man Bock hat. Standardpfeil, großer Pfeil. Holen wir uns noch ein paar Standardpfeile. Jetzt können wir den Bogen tragen. Nö, und dann versuchen wir den Drachen umzubringen. Hey. Achso. So, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das geht. Ansonsten habe ich gerade meine Seelen verbraucht für den Scheiß. Gut, dann gehen wir. Gehen wir lang. Zurückrennen bringt wenig, weil dann müssten wir dich durch die Kanalisation und ich habe mehrmals gemerkt schon, dass die Ratten einen vergiften können, was echt kacke ist, muss ich sagen. Also richtig kacke. Deswegen würde ich sagen, laufen wir an den Dudes hier vorbei. Laufen hier runter. Und laufen durch die Haupttür. Dann sehen wir uns gleich beim Leuchtfeuer, wo ich hin möchte. Dann sehe ich schick aus. So, von diesem Leuchtfeuer aus können wir alles erreichen, was ich jetzt vorhabe. Als allererstes zum Drachen. Wir haben gesehen, dass da unten so ein Schweif ist, der da rumhängt. Ich versuche den am besten zu treffen, falls der eine Hitbox hat. Wenn nicht, dann muss ich oben kämpfen. Was uncool wäre. Hello, my friend. Ja. Okay. So, kann ich den... Ach, stimmt. Oh, nein. Aha. Okay. Soll ich den anvisieren? Okay, Freunde. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Und ich kann visieren. Alles gut. Ich frage mich, ob das mit der Armbrust auch gegangen wäre. So. Okay. Nicht getroffen. Es geht. Oh. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal eine Weile und gucke, ob ich ihn so töten kann, weil ich habe ihn offensichtlich getroffen. Oh, oh, oh. Das hat gar nicht so lange gedauert. Gerades Drachenschwert. Und der ist doch nicht tot.
Oh, ich habe einen Lebensbalken gesehen. Kann ich ihn doch töten? Ah, ich habe nur seinen Schwanz abgetrennt, lol. Okay, nein. Es dauert zu lange, um ihn zu töten. Ich glaube, das war nicht der Sinn des Ganzen. Aber ich habe gemerkt, wenn man ihn trifft, geht er von seinem Sockel runter. Komm, machen wir kurz Feuer. Thank you. Die mussten weg. So, das heißt, ich werde ihn gleich hitten. Du dreckiges Arschloch. So hittest du mich hier. Okay, ich werde ihn jetzt hitten. Und dann werde ich wie ein Bekloppter wegrennen. Und zwar in seine Richtung. Hä? Wer ist zum... Achso. Nein, nicht schießen. Laufen. Laufen, dein fucking Leben. Au, 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 au. Ich hab's verkackt. Okay, anderer Versuch. Wir werden ihn zuerst triggern. Mit seinem Feuer. Aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht. Der wird einfach sofort wieder Feuer spucken, wenn ich komme, ne? Oh, danke. Hallo. Er spuckt sofort Feuer. Ich muss das Intervall angucken, wie viel Zeit ich habe. Ey, der spuckt sofort Feuer. Gut, versuchen wir das mit dem Bogen nochmal. Lass mich durch. Ich hab's geschafft. Das Leuchtfeuer. Oh, bitte nicht töten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh wow, das hat jetzt auch viel gebracht. Der Lappen ist weg. Er ist weg. Hey. Kann ich gesehen, aber die machen auch nichts. Freude? Worüber? Dass ich einen Drachen überwunden habe? Ja, die Freude ist groß. Versuch's mit Stoß. Ach komm, die armen Typen, die haben noch nichts gemacht. Ich meine, ich töte sie trotzdem, weil sie irgendwo leichte Beute sind. Aber naja. So, wir drücken den Hebel. Somit haben wir eine Abkürzung geschaffen. Naja, Abkürzung. Wenn der Drache wiederkommt, dann ist es natürlich keine Abkürzung. Hoffen wir das Beste. Claymore. Hoffentlich kommt der Drache jetzt nicht hinter mir. Bitte, 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 bitte. Gut. Zwei Türen. Eine ist unten. Und eine ist hier. Die waren beide verschlossen. Kellerschlüssel. Das ist doch kein Kellerschlüssel. Was für ein Scheiß. Was ist das denn? Ein Stein. Aber wir können ja mal wieder hier zu Hans Dieter gehen, ne? Und ihn mal anquatschen. Hey, Hans Dieter! Oh, hello there. I will stay behind to gaze the sun. Okay, der will nichts mehr. Na gut, wir haben ein neues Schwert bekommen. Wir gucken uns das mal an. Gerades Drachen irgendwas Schwert. Was? Wo ist das da? 200 Damage. Was brauche ich dafür? Belastung geht hoch. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich kann's tragen. Ich kann's tragen. Hohoho. Damage Boost. Freunde, Damage Boost. Sehr schön. So freut mich das. Yay. Ja gut, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Kein Leuchtfeuer. Hier geht's hoch. Ich kann doch gerade von oben. Oder kommt hier eine Abkürzung? Verzieht euch. Das war übrigens die andere Tür, die ich meinte. Lol, einfach beide Türen führten hierher.
Okay, das ist natürlich in der Nähe eines Leuchtfeuers. Das ist ganz cool. Also ist eigentlich egal, wo ich lang gegangen wäre. Ich wäre sowieso hergekommen. Ich frage es nur, ob sie sich geöffnet hätte. So, dann habe ich den weiter Weg gefunden. Was zum... Alter, Cheater. So. Türen, die nicht aufgehen. Mit Blut benetzt sind. Hilfegeldträger. Hinter mir kommt nichts. Hulu, guck mal hier. Schau, das war knapp. Eieieiei. Verzieh dich mal, Junge. Nicht mit mir, du Bengel, nicht mit mir. Oh, da sind gleich drei auf einmal, ne? Na kommt, Leute, haut zu. Gebt mir euer Schlimmstes. Doppelmenschlichkeit. Damit kann ich leben. Aber wir sind jetzt hier unten. Ah, das, was wir von oben gesehen haben. Nein, nein, nein. Drecksköter. Ich hasse dich, du Töle. Geht die Tür auf? Da ist eine Glocke. Cool. Oh, hi. Hi, hi, hi. Oh, da, hi, hi. Oh Gott, hi, 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 hi. Ich wollte nicht anklopfen. Alles ein Versehen. Ihr habt aber viel Leben. Ho! Ho! Der hat mich pariert. Die Potsau. War so klar. Wie ich nicht zuschlagen konnte. Okay, schwerer Angriff. Reicht aus, um sie zu töten. Sehr schön. Wie diesen kleinen Penner. Hohoi! Wo kommst du denn her? The fuck? Ich wollte nur den Typ hier befreien. Oh nein. Ich sollte zuerst mal die Türen checken, ne? Wo die rausgekommen sind. Netter Trick, Spielentwickler, aber hier ist nichts. War ein Versuch wert. Weil da war doch noch eine Tür. Da kamen noch drei Typen. Das ist Tür Nummer 2. Ha! Netter Trick. Ach ja, stimmt. Ich habe ja noch mehr Waffen bekommen. Claymore habe ich gefunden. Schwert des Drachentöters. Ist ja eigentlich nur minimal besser als das hier, ne? Naja. Kettenbrecher. Hellebarde. Stimmt, das Graswappenschild. Das ist genauso gut wie mein jetziges. So, die Werte. Die. Oh, mein Schild ist besser als das Graswappenschild. What's the matter, Freunde? What's the matter? Ja, mein Schild ist viel besser. Nur das ist noch besser. Und es wiegt sogar weniger. Hä? Ja, Moment. Oh Mann, bin ich blöd. Oh Gott, ich gehöre einfach eingesperrt für diese Dummheit. Ich würde gerade sagen, wo ist das Schwert hin? Ich meine, das Schild. Oh Mann. Ja gut.
Ah, da ist die andere Tür, wo er rauskam. Aber ist auch leer. Ne, gut, dann haben wir jetzt noch diese Türen, die wir. Oh, Leichen, bewegt euch bitte nicht. Jagt mir Angst ein. Ha, da ist was. Diebesmaske, schwarze Lederrüstung, schwarze Lederhandschuhe, Zielschild. Oh. Diebessachen. Das finde ich gut. Banditenrüstung. Ja, das ist die Banditenrüstung hier, ne? Hups. Was ist der Unterschied? Die Banditenrüstung ist kacke. Das ist der Unterschied. Drückt mir die Daumen, dass das hier kein Bossfight ist. Ah! Ich muss da gar nicht hin. Gehen wir einfach mal hier unten lang. Das ist doch ein Trick. Was zum? Was? Was war das jetzt? Ich wusste es. Hä? Was war das jetzt? Kann man das einem erklären? So, okay. Was sich jetzt in diesem Turm befindet, wo wir da hinkommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.